Vor nicht allzu langer Zeit entdeckte eine tapfere, aber freche Maus eine Welt, die ich für vergessene Toons erschaffen hatte. Die Maus musste sich vielen Herausforderungen und Entscheidungen stellen. Aber am Ende rettete sie Wasteland vor der völligen Zerstörung. Mit Hilfe ihres neuen Freundes Oswald, dem glücklichen Hasen. Mit Oswald an ihrer Seite triumphierte das Gute über das Böse und eine Familie wurde zusammengeführt. Aber das war erst der Anfang. Als die vergessenen Toons ihr Zuhause wieder errichteten, lauerte weiterer Verdruss schon hinter der nächsten Ecke. Anderer Mann, ich bekenne meinen Irrtum und man hört den neuen Plan. Ich will Wasteland nicht erobern, das hatten wir doch schon. Es geht um Wiederaufbau, da hat jeder was davon. Und das könnt ihr mir glauben, denn ich will euch nichts vormachen. Es gibt Ärger in der Schlucht, da haben wir bald nichts mehr zu lachen. Trefft mir, helft euch, nur so geht es vorwärts. Sucht hier, sucht euch einen Held mit großem Herz. Passt auf! Jetzt gibt's kein Entkommen mehr, ihr habt mein Wort gehört. Wenn wir nicht fest zusammenstehen, wird Wasteland bald zerstört. Helft mir, helft euch, diese Welt wird gerettet sein. Sucht mit mir ein Held mit einem Herz so groß und klein. Helft mir, helft euch, auch Glück gehört dazu. Zeigt mir diesen Helden, bist es du oder du oder du oder du. Oswald, holen wir uns unser Herz wieder zurück. Gemeinsam sind wir Helden. Eine zweite Chance bringt auf das große So kehrten Hortensia und Gus wieder ins Schloss zurück, um in diesen schweren Zeiten einen Toon um Hilfe zu bitten. In Tagen und Nächten entwickelte Gus ein Gerät, das das Schicksal von Wasteland wieder in die Hände einer gewissen tapferen Maus legte.